Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um eine Fahrt an die Nordsee mit meinem neuen Bulli. Hier seht ihr schon mal die ersten Eindrücke, wie ich mit dem Bulli fahre. Der Bulli ist ein T4 von 1997 und hat eine komplette Camper-Ausstattung. Allerdings nicht do-it-yourself, sondern von einer Firma, die darauf spezialisiert ist. Zur Ausstattung gehören ein Kühlschrank, der mit Gas oder Strom betrieben werden kann, ein Gaskochfeld mit zwei Flammen, Frischwasser, verschiedenen Fächern für Kleidung, Besteck und Töpfe und natürlich eine Schlaffunktion mit zwei Personen unten und zwei Personen oben, denn der Bulli hat noch ein Hubdach. Das eine oder andere bekommt ihr nachher noch zu sehen. Aber jetzt sind wir fast da, an der Nordsee angekommen. Übrigens fahre ich nicht Campingplätze an, sondern bediene mich da den Stellplätzen bei Landvergnügen. Der Hof, auf dem wir unseren ersten Stellplatz hatten, das war der Legebetrieb Peters in Stedesdorf. Das ist eine sehr sympathische und gastfreundliche Familie und wir durften uns die Hennen näher angucken. Dabei wurde uns gezeigt, wie das Ei aus dem Stall in die fertige Verpackung gelangt. Morgens um 10 Uhr dürfen die Hennen raus aus dem Stall. Dann werden die Tore geöffnet und die Hennen dürfen sich auf dem ganzen Gelände breit machen. Der Legebetrieb Peters erfüllt dabei besondere Tierwohlkriterien. Dazu zählt die ständige Überwachung der Hennen. Schauen, ob der Bauch vollkommen in Ordnung ist. Am Abend geht es dann wieder in den Stall hinein. Hennen machen einen glücklichen Eindruck und zeigen keinerlei Verletzungen. Die Hennen leben dabei auf mehreren Etagen. Rund 3 Jahre legen die Hennen bei diesem Betrieb Eier. Auch nach Öffnung der Tore morgens um 10 bleiben etwa 1000 Hennen im Stall zurück. Und dann kann man auch sehen, dass die Eier da hinten auf das Band drauf wollen, wenn sie hier unten runter gehen. Ja, 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 da sind sie ja auch. Und dann kullern die nach vorne durch, oder? Nein, können wir gleich von drinnen entfallen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie jetzt das Ei, das die Henne gerade gelegt hat, nun in die Verpackung kommt. Da kommt auch schon ein Ei. Ein Ei ist nach dem Legen etwa 30 Tage haltbar. Zunächst fährt es in einem Korb auf die nächste Etage. Dann geht es wieder ein Stück nach links. Dann fährt es über das nächste Band und macht so ein paar Meter. Dann geht es auch schon auf die Zielgerade. Die Eier kommen an dieser Sammelstelle an und werden in einer Reihe mit 6 Eiern gebracht, sodass diese genau auf diesem Karton, den man gleich unten sehen wird, platziert werden können. All das macht die Maschine vollautomatisch. Hier sieht man nochmal eine Zeitlupe, mit der man genau erkennen kann, wie die Maschine die 6 Eier in eine Reihe bringt und dann unten auf den Karton platziert. Es ist sehr cool, dies alles mal sehen zu dürfen. Hier sieht man nochmal genau, wie die Eier unten ankommen. Jetzt fehlt noch der Stempel, der auf jedes Ei kommt. Mit diesem Stempel bzw. dem Eiercode kann jedes Ei zurückverfolgt werden, von welchem Hof es stammt. Die 1 steht für Freilandhaltung. DE für Deutschland und die restlichen Zahlen stehen für den Hof. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der App Landvergnügen. Jetzt zeige ich euch, was man noch mit dem Bulli alles machen kann. Zum Beispiel Rühreier. Man nehme dazu natürlich eine Pfanne, Öl,
macht erstmal die ganzen Eier da rein. Ja, immer ein Ei nach dem anderen vorsichtig aufschlagen, damit nichts daneben geht oder die Schale im Ei landet oder im Rührei. Das wäre natürlich auch nicht schön. Ich glaube, es wird eine große Portion Rührei. Immer ein Ei nach dem anderen. So, jetzt müssten wir, glaube ich, genug Eier haben. Jetzt müssen wir mal anzünden. Dazu müssen wir natürlich das Gas aufdrehen. Natürlich den Hauptgaszug erstmal anmachen. Das habe ich natürlich gemacht. Ich hoffe, jetzt habe ich es gemacht. Ja, und dann ist es angegangen. Und dann muss man natürlich die Eier verquirlen. Sonst wird es ja kein Rührei. So, und dann abschmecken natürlich mit Salz und Pfeffer. Reichlich Salz. Und auch reichlich Pfeffer. Man kann übrigens super bequem in dem Bulli stehen, wenn das Hubdach aufgestellt wurde. So, dann gucken wir nochmal dein Rührei. Was macht es? Müssen wir noch ein bisschen rühren? Ja, ist fast fertig. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, es ist ziemlich gut gelungen. Und das wird bestimmt ganz lecker sein. Und so sieht es aus, das Rührei im Bulli gemacht. Lecker. Frisch gestärkt sind wir mit dem Bulli an die Küste gefahren. Auf dem Deich haben wir dann Schafe entdeckt. An dem Tag war es sehr böig. Im Hafen haben wir davon noch nichts gemerkt. Aber als wir an die Küste kamen, an dem Strand, da wurde es sehr windig. Das kann man ganz gut hören. Da es sehr windig war, war in den Strandkörben natürlich nicht viel los. Beziehungsweise es war gar nichts los. Wir waren so gut wie alleine an dem Strand. So, da bin ich auch noch mal zu sehen. Und wie ihr seht, pustet der Wind mir ganz schön stark ins Gesicht. Das war's mit dem Video. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!